So, herzlich willkommen und zurück auf meinem Channel. Heute geht es gleich mit Schultern weiter und ich zeige euch ja, meine Finisher-Übung, die ich zum Schluss mache, als Abschluss. Und die hat es wirklich in sich. Das ist so eine Übung, wie soll ich es erklären? Für mich ist Schultertraining generell in der Woche wirklich das schmerzhafteste, intensivste, ekelhafteste Training, das es gibt. Es ist von der Intensität, vom Schmerz her noch viel schlimmer wie das Beintraining tatsächlich. Und das weiß jeder, der schon bei mir zum Coaching war. Ich sage euch jetzt dann auch gleich im Anschluss noch, wenn ich die Übung erklärt habe, wie mein Schultertraining übungsmäßig aussieht, von vorne bis hinten. Aber jetzt erkläre ich euch ja meine Finisher-Übung, die ich zum Schluss mache, am Ende von meinem Schultertraining. Und das sind Facepulls. Jeder kennt sicher Facepulls, aber macht sie eventuell anders. Macht die mal genauso exakt, wie ich es euch jetzt zeige, erkläre und schreibt dann unbedingt euer Feedback unten rein, weil es ist geisteskrank. Für mich ist das zum Schluss am Schultertag, benutze ich das sozusagen als Cardio. Es ist wirklich so als schmerzhaftestes Cardio überhaupt. Und wenn ihr eure Schultern richtig trainiert habt, dann dürft ihr nicht mehr in der Lage sein, das machen zu können. Ihr könnt nicht mehr eure Arme heben, ihr könntet keinen Griff mehr wechseln oder irgendwas. Das geht nicht mehr schmerzhaft. Ihr könnt nicht mehr herüberlangen, gar nichts geht mehr. Ihr könnt nicht mehr telefonieren, aus, fertig. So, also Facepulls. Eine der gesündesten, schonendsten Übungen überhaupt, die auch die ganze Rotatorenmanschette trainiert, stärkt, speziell jetzt die hinteren Köpfe und den hinteren Anteil der seitlichen Schulter. Okay, also Position der Hände ist eigentlich ganz klar. Ihr stoßt hier an am Seil, habt das hier schön drin, dann könnt ihr schön entspannen. Dann geht ihr zurück und jetzt mache ich einfach mal und erkläre euch ein bisschen was. Ich schließe dabei immer die Augen. Bei bestimmten Übungen, bei kleinen Muskelgruppen wie Bizeps oder so, Augen schließen. Ihr nehmt den Muskel und die Bewegung, dieses Feeling ganz, ganz anders wahr. Ihr lasst euch nicht ablenken von der Umgebung und so weiter. Was wer macht, die Geräusche schaltet ihr dadurch aus. Also Augen schließen. Und dann zieht ihr einfach so instinktiv, wie ihr halt ziehen würdet. Der Körper zieht ihr halt hierher, so weit wie es geht nach hinten. Die Atmung ist bei mir nicht, dass ich den Core aktiviere, wenn ich jetzt vorgehe und atme komplett ein. Nein, das mache ich nicht, weil ich würde ersticken. Das ist genauso wie bei Zeitlupensquats am Ende von meinem Beintraining. Ihr müsst die ganze Zeit atmen, die ganze Zeit ein- und ausatmen. Aus dem Grund, passt auf, hinter, nach vorne, Handgelenk möglichst gerade halten, nicht so laschi, haltet es gerade. Vorne lockt ihr nicht komplett aus, das macht ihr nicht, dann verliert ihr die Schulter, es hängt dann alles am Bizeps vermehrt und ihr zieht dann auch mit dem Bizeps. Ihr haltet die Spannung auf den seitlichen Köpfen, auf den hinteren Köpfen, auf der ganzen Rotatorenmanschette. Ihr gönnt eurer Rotatorenmanschette dadurch also keine Pause und deshalb wird es so eklig. Und es wird auch noch so eklig, weil ihr diese Übung bitte in Zeitlupe ausführt. In Zeitlupe. Manche wissen nicht, was Zeitlupe heißt. Das merke ich immer bei jedem Coaching. Und wenn ihr eine Übung zeitlupenmäßig ausführt, dann schaut ihr auch drauf, dass das rund ausgeführt wird. Also jede Wiederholung ist gleich, jedes Abbremsen ist gleich, jedes Beschleunigen ist gleich, immer konstante Geschwindigkeit. Ihr dominiert das Gewicht, trefft dadurch den Muskel, verliert den Muskel nicht und es kommt dann immer noch eine Faser dazu, noch eine Faser und das merkt ihr und das ist so verdammt unangenehm. Es entsteht ein verdammter, kranker Brand in der Zielmuskulatur, die ihr jetzt bearbeitet. Also niemals ein Ruckerer drin, dann verliert ihr schon wieder eine Faser und ihr seid raus. Sanft abbremsen, jetzt nicht ganz aufmachen, die Spannung halten, den Druck halten und wieder zurück. Niemals
abrupte Bewegungen, ruckeln, anreißen, schnelleres Beschleunigen. Nein, ihr dominiert das Gewicht oder stellt euch einfach eine Wiege vor, wo ein Baby drin liegt und das schaukelt ihr in den Schlaf. Ruckelt ihr einmal an, dann wacht das Baby auf und schreit. Und ihr habt es rausgeweckt, rausgebracht. Also ganz langsam und mir faulen jetzt gleich meine Schultern ab, speziell die hintere. Und schaut auch, dass ihr den Zug nicht von zu hoch oben macht, also dass die Spule, wenn ihr sie einstellen könnt, nicht zu hoch oben ist, weil dann ist es klar, wenn ich jetzt die so ausführe, dann zieht der Latissimus auch wieder viel mit. Deshalb ungefähr so ausführen, dass sie ein bisschen höher ist, so 15-20 cm als ihr groß seid. Dann ist es die perfekte Höhe und ihr macht hier Cardio. Cardio. Einfach machen. Und weil die Frage so oft gestellt wird, ja Zitronenquark, wie viele Wiederholungen mache ich denn? Ihr macht so viele Wiederholungen, bis ihr schmerzhaft nicht mehr könnt. Dann sieht man auch, wo die Schmerzgrenze bei demjenigen ist, wie ernst er das meint mit dem Sport. Will der was geschenkt bekommen oder will der wirklich was erreichen, durchziehen, hält die Schmerzen aus, beißt einfach auf die Zähne und kämpft. Und irgendwann ist so viel Blut und Spannung in dem Muskel drin, da wisst ihr, jetzt geht nichts mehr. Oder eben der Zielmuskel ist platt. Und es würde dann eben der Stütz- und Hilfsmuskel übernehmen. Deshalb, ihr seid Chef über eurem Körper. Ihr müsst euren Körper auslesen, lernen. Das müsst ihr können. Wenn ihr das nicht könnt, das kann keine XY-Person oder Trainer für euch machen. Wenn er euch aufschreibt, zum Beispiel 8 Wiederholungen, 5 Sätze. Was ist denn, wenn ihr erst nach 8 Wiederholungen den Muskel trefft? Hört ihr dann auf? Nur weil dieser Trainer, XY-Person, der nicht in euch drin steckt, euch das vorgibt. Nein, ihr macht weiter. Und ihr macht so viele Sätze, bis ihr merkt, okay, krass, der Satz jetzt, der 4., 5., 6. Satz, ist jetzt nicht mehr so intensiv vom Pump und von der Spannung wie der vorherige. Dann wisst ihr, dass ihr praktisch nach dem 4. Satz cuttet beim nächsten Mal, weil nicht mehr Blut reingeht. Dann könnt ihr euch nämlich die Kraft, die Energie sparen für die nächste Übung. Und so entsteht der perfekte Plan für dich, weil du individuell einfach eine Person bist und nicht so wie der Hans Meyer Huber, der vorgestern bei mir war. Nein, ihr seid wieder anders. Ihr habt einen anderen Ausgangspunkt, ihr habt andere Muskelfasern, ihr habt ein anderes Ziel, ihr habt einen anderen Job, ihr habt ein anderes Muskelgefühl und so weiter. Das ist wichtig, das spielt alles mit rein. Vorgefertigte Trainingspläne im Internet könnt ihr wegwerfen. Das ist Abzocke, das ist Geldmacherei. Es braucht davor ein Coaching, es braucht ein Gespräch mit jedem Einzelnen und alles andere ist Scheiße und Abzocke. Merkt euch das von solchen, die schreiben, ja, ich bin Online-Coach. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht perfekt. Okay? So. Ihr geht jetzt davon aus, dass ich jetzt da 5 oder 6 Sätze gemacht habe und meine Schultern, die explodieren, die sind voll. Dann kommt es da runter und jetzt habe ich eine ganz andere Muskelgruppe, wenn ich von unten ziehe. Ich würde mich jetzt nicht so hinstellen, weil jetzt ist es zu steil. Und wenn ich jetzt so ziehe, dann zieht der Trapez richtig krass mit, der Kapuzenmuskel. Ich will aber mehr den Fokus auf diesen Strang jetzt hier legen, die seitliche Schulter im vorderen Bereich ansetzend hier nach hinten. Und wenn die stark ist, die seitliche Schulter hier vorne, dann entlastet die vordere Schulter und die Bizepssehne. Wichtig. Und die erwischt ihr da so richtig. Auch das Seil wieder so nehmen. Da werden jetzt die Handgelenke ein bisschen anders sein. Also, ich laufe jetzt zurück. Jetzt ist es natürlich flacher, der Zug ist jetzt flacher und jetzt spüre ich den Zug
automatisch schon hier ansetzend, hier vorne. Und jetzt ziehe ich im Endeffekt genauso wie vorhin hierher und gehe wieder langsam vor, so weit, bis ich merke, oh fuck, okay, jetzt hängt es da vorne dran. Und dann gehe ich langsam wieder nach hinten. Ich dominiere das Gewicht während jeder Hundertstel Sekunde aus jedem Winkel dominiere ich das. Und das ist eine Kraftdemonstration. Genau so muss das aussehen. Und jetzt habt ihr diese Drehung gut drin. Und das ist immer eine Außenrotation. Schaut her, jetzt kommt diese Drehung. Und das ist wiederum fast ganz was anderes wie die Außenrotationsübung, die ich euch gezeigt habe, liegend auf der Flachbank. Aber in Kombination mit diesen ganzen Varianten an Schultertraining wird euer Schultertraining einfach komplett. Genau so sieht es aus. Diese Drehung, schön langsam, immer sanft, und es wird so verdammt schmerzhaft, und ihr lasst locker. Niemals verkrampfen, irgendwas besonders anspannen. Nein, lasst den Körper einfach führen. Das macht allein diese Zeitlupe aus, dass ihr die Schulter trefft, sie zerstört komplett. Schreibt unbedingt einen Kommentar, wie sich's anfühlt, angefühlt hat. Hinterlasst ein Feedback. Gebt dem Video unbedingt ein Like. Dann landet mein Video im Algorithmus weiter oben und es wird gesehen. Das sind die wichtigsten, schonendsten, geilsten, effektivsten Übungen überhaupt. Und ihr werdet es spüren, ihr werdet es fühlen und ihr werdet weniger Probleme mit euren Schultern haben beim Bankdrücken und bei jeder anderen Übung, auch beim Kreuzheben. Wenn ihr hier eine gute Schulter habt, eine gesunde Schulter, und ihr geht nach vorne und es hängt dann schön hier dran und die Abtragung geht von hier nach hinten, dann geht's zum Trapez. Oder beim Bankdrücken, wenn ihr Spannung aufbaut und ihr geht hinter, dann habt ihr auch diesen Stützmuskel. Die ganze Schulter, die muss miteinander verwachsen. Wie gesagt, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Es muss eigentlich euer ganzer Körper miteinander verbunden sein. Egal welche Übung ihr macht, auch wenn ihr Schulterdrücken macht oder Latzen, zieht bei mir auch immer die Brust mit runter, obwohl es ein Drückmuskel ist. Es muss alles miteinander verbunden werden. So sieht's aus. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Genau, stimmt. Die Handgelenksposition, falls ihr sie nicht gesehen habt, der Variantezug von unten. Die lasst ihr nicht starr, die Handgelenke so, sondern da lasst ihr das zu. Schaut her, dass ihr das Handgelenk beugt. Schaut, das hier. Da führt praktisch der Ellenbogen und das Handgelenk oder der Unterarm. Es ist halt nur diese Führung, wo halt das Seil dranhängt. Aber ihr zieht gefühlt die Ellenbogen nach oben. Im Endeffekt ist es eine Art abgewandte Übung von zum Beispiel, die für mich viel zu unangenehm wäre, mit der Langhantel, dieses hier, oder mit der SZ, ist scheiße, weil ihr starr seid. Und hier könnt ihr, das Seil ist biegsam, es geht einfach nicht so aufs Handgelenk, auf die Sehnenansätze, ums Ellenbogengelenk rum. Angenehmer, und ihr habt dann einfach diese Drehung hier hinten noch besser. Das könnt ihr mit der Langhantel zum Beispiel nicht machen. Deswegen viel gesünder, besser, effektiver. Und jetzt kommen wir zu meinem Schultertraining. Also, ich fange an meinem Schultertag immer mit Bankdrücken an. Bankdrücken deshalb, weil ich dann schon eine Überschusskraft entwickle. Aus dem Grund, weil danach eben mein Schulterdrücken in der Multipresse kommt, so wie ich es euch gezeigt habe. Das kommt nach dem Bankdrücken. Und wenn ich jetzt im Bankdrücken zum Beispiel 180 Kilo, 10 Wiederholungen gewohnt bin, meine Sehne, meine Gelenke, das schon intus hatten, dann fühlt sich natürlich dann das Schulterdrücken mit 120 Kilo nach oben viel, viel leichter an, wie wenn ich aus dem Null mit Schulterdrücken beginne. Dann fühlt sich das schwer an. Aber weil mein Körper natürlich dieses Bankdrücken mit 180 schon gewohnt ist, ist es leicht. Also schaffe ich da dann auch eine Überschusskraft und ich habe schon eine gesunde, gute Spannung in der Brustmuskulatur durchs Bankdrücken. Dann hilft die Brust auch wieder mit, so wie erklärt im Video. Danach dann, nach dem Schulterdrücken, lege ich mich auf die Flachbank, mache ich meine Außenrotationsübung. Wie gezeigt,
3x15 nach Gefühl mit 4 Kilo, wenig Gewicht. Nehmt 2 Kilo, weil ihr werdet sterben ab dem zweiten Durchgang. Danach dann mache ich Seitheben, aber stehend an der Schrägbank, damit mein Körper fixiert ist. Nimm die Brust hoch, Seitheb-Video habe ich auch schon gemacht, könnt ihr schauen. Brust hoch. Und dadurch, dass ich dann schon vorher diese Außenrotationsübung gemacht habe, sieht die ganz anders aus, die Seitheb-Übung, weil ihr nämlich auch mit der hinteren Schulter mitzieht. Seht ihr jetzt hier ganz, ganz anders und ihr habt dann auch das besser. Und wenn ihr die vorher nicht intus habt, dann geht auch alles mehr nach vorne, vordere Schulter. Also das hat alles so seinen Sinn. Danach dann kommen die Facepulls und dann seid ihr komplett platt und eure Schultern sind richtig, richtig voll. So sieht's aus. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter im Gym, dass es endlich auf 100.000 Follower geht. Ich denke, das habe ich mir verdient. Und ja, alle meine Supplemente findet ihr unten in der Infobox. Euch einen schönen Tag, geiles Feeling im Training, geiles Wochenende und bis dann aus dem geilsten Gym in Nürnberg, Fit One.